Das ist eine wichtige Sache. Das heißt, wir müssen diese Tragödie ansprechen. Wir müssen diesen Teil der islamischen Geschichte kennen und behandeln und dürfen ihn nicht unter den Teppich kehren. Wir müssen diese Angelegenheit auf den Tisch legen, besprechen, diskutieren, zur Sprache bringen. Aber das Wichtige ist, wie? Wie macht man es? Fängt man an zu beleidigen und zu beschimpfen und den anderen nicht zu verstehen und den Standpunkt des anderen auch völlig unbeachtet lässt? Oder versucht man, die andere Meinung zunächst einmal zu verstehen, seine Sichtweise zu verstehen, warum er so denkt, ob meine Argumente überhaupt stichhaltig sind? Und ausgehend von diesem Respekt, dann bespricht man diese Sachen. Wir sagen, nichts, was in der Geschichte passiert ist, darf unter den Teppich gekehrt werden. Wenn die Gefährten ja selber darüber geredet haben, wenn Al-Bukhari es ja selber überliefert hat und Aisha es ja selber überliefert hat und es ja so steht, dann lasst uns doch darüber sprechen. Aber wie? Ohne Respekt, mit Hass und Anfeindungen? Hier sagen wir, die Ahlul Bayt, salamullahi alayhim, hat genau das verboten. Ahlul Bayt zu befolgen bedeutet nicht einfach nur ihre Widersacher zu beschimpfen und zu beleidigen und zu verfluchen, so zu handeln, wie man es selber will. Ahlul Bayt zu befolgen bedeutet im Reden und im Schweigen Ahlul Bayt zu befolgen. Und Imam al-Sadiq alayhi salam hat gesagt, مَا لَكُمْ وَلِلنَّاسِ كُفُّ عَنِ النَّاسِ. Was wollt ihr mit den Menschen? Lasst die Menschen in Ruhe. Hört auf, sie zu bedrängen, hört auf, sie zu beleidigen. Hört auf, sie anzufeinden. Was bedeutet, lasst die Menschen, sprecht nicht darüber, verschweigt es, nein. Sprecht darüber ohne Anfeindungen. Das ist das, was Imam al-Sadiq alayhi salam gesagt hat. Er sagte, وَلَا تُخَاصِمُوا بِدِينِكُمُ النَّاسِ. Und feindet die Menschen nicht an wegen religiösen Sachen. La tuchasimu, er hat nicht gesagt, wala tatakallamu, sprecht nicht darüber, sondern hebt keine Feindschaft deswegen, betrachtet den anderen nicht als chasim, als Feind. La tuchasimu, keine Feindschaften hegen, nicht mit Feindschaft an die Sache rangehen und debattieren, wegen der Religion. Warum? Fa innal mukhasamata Mamradatun dil Qalb. Weil die Anfeindung und diese feindliche Herangehensweise lässt das Herz krank werden. Ist eine Krankheit für das Herz. Wenn man nicht auf die Sensibilität achtet, nicht darauf achtet, wie man etwas sagt, wann man etwas sagt, wo man etwas sagt, dann führt das dazu, dass die Herzen verhärtet werden, Feindschaft wird stärker und man ist überhaupt gar nicht mehr bereit zu verstehen und möchte den anderen nur noch fertig machen. Das ist das, was Imam al-Sadiq eben nicht wollte. Imam al-Sadiq wollte keinen Zustand, wo es nur noch darum geht, der andere ist mein Feind, ich muss ihn fertig machen. Es geht nur noch darum, den anderen zu erledigen. Es geht nur noch darum, zu zeigen, wie schwach der andere ist, wie schlecht der andere ist. وَلَا تُخَاصِمُ النَّاسِ لِدِينِكُمْ. Wegen religiösen Sachen hegt keine Feindschaft mit anderen Leuten.